Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil des Waldganges von Ernst Jünger. Der 12. Teil wird auch gleichzeitig der letzte Teil sein, obwohl ich mit dem Buch noch nicht so ganz durch bin. Ich hatte eigentlich vor, es ganz zu lesen, aber es passiert gerade alles schneller als gedacht und die Zeit, der Gott der Zahlen, hat gesagt, dass das jetzt beendet werden muss, weil das Ende ist ja auch gleichzeitig der Anfang und das nächste Projekt, ja, die Zeit ist einfach jetzt schon da. Daher, also wir haben ja noch eigentlich so ein paar Kapitel vor uns. Ich lese jetzt die Hälfte von Kapitel 32 und dann das letzte Kapitel. Und dazwischen sind halt ein paar, ja, die ich nicht gelesen habe. Aber ich würde sowieso jedem empfehlen, sich das Buch vielleicht auch für zu Hause zu besorgen. Gut, okay, dann fangen wir an. Okay, also Kapitel 32. Bekanntlich ist das Grundgefühl unserer Epoche dem Eigentum feindlich und zum Zugriff auch dort geneigt, wo nicht nur der Betroffene, sondern auch das Ganze geschädigt wird. Man sieht, wie Äcker, die durch 30 Geschlechter Besitzer und Pächter nährten, zerstückelt werden auf eine Weise, die alle darben lässt. Man sieht den Kahlschlag von Wäldern, die durch Jahrtausende Holz brachten. Man sieht die Hühner, die goldene Eier legten, über Nacht geschlachtet werden, um öffentliche Suppen aus ihrem Fleisch zu kochen, die niemand sättigen. Man tut gut, wenn man sich mit diesem Schauspiel abfindet, obwohl es starke Rückschläge erwarten lässt, da es neue, zugleich intelligente und entwurzelte Schichten in die Gesellschaft einführen wird. In dieser Hinsicht lassen sich, besonders für England, merkwürdige Dinge voraussagen. Entwurzelte Schichten. Ja. Der Angriff ist einmal ethisch, insofern die alte Formel Eigentum ist Diebstahl nunmehr zum anerkannten Gemeinplatz geworden ist. Der Eigentümer ist derjenige, dem gegenüber jeder ein gutes Gewissen hat. Und seit langem fühlt er sich selber nicht mehr wohl in seiner Haut. Dazu kommen die Katastrophen, die Kriege, die durch die Technik gesteigerten Umsätze. Das alles verweist nicht nur darauf, vom Kapital zu leben, es zwingt auch dazu. Man baut nicht umsonst Geschosse, von denen ein einziges so viel kostet wie früher ein Fürstentum. Unmerklich hat die Erscheinung des Enterbten, des Proletariers, andere Züge angenommen. Die Welt ist von neuen Leidensfiguren erfüllt. Das sind die Vertriebenen, die Geächteten, die Geschändeten, die ihre Heimat und Scholle beraubten, die brutal in den untersten Abgrund Gestoßenen. Hier sind die Katakomben von heute. Sie werden nicht dadurch geöffnet, dass man die Enterbten hin und wieder abstimmen lässt, auf welche Weise ihr Elend durch die Bürokratie verwaltet werden soll. Deutschland ist heute reich an Enterbten und Entrechteten. Es ist an ihnen das reichste Land der Welt. Also wenn die Politiker sagen, Deutschland ist das reichste Land der Welt, dann lügen sie ja gar nicht. Das ist halt nur die Frage, reich an was? Das ist ein Reichtum, der gut oder schlecht verwendet werden kann. Jeder Bewegung, die sich auf die Enterbten stützt, wohnt große Stoßkraft inne. Zugleich ist zu befürchten, dass sie nur zu einer anderen Verteilung des Unrechts führt. Das würde die Schraube ohne Ende sein. Dem Bann der reinen Gewalt wird nur entrinnen, wer ethisch im Bau der Welt ein neues Stockwerk gewinnt. Es bereiten sich nicht nur neue Anklagen, sondern auch eine neue Lesart des alten Eigentum ist Diebstahl vor. Solche Theorien sind schneidender von Seiten der Ausgeplünderten als von denen des Plünderers, der mit ihrer Hilfe den Raub sich sichern will. Ja, ziemlich clever, ne? Längst übersättigt, frisst er immer neuen Raum in sich hinein. Es gibt indessen auch andere Lehren, die aus der Zeit gezogen werden können. Und man darf sagen, dass die Ereignisse nicht spurlos vorbeigegangen sind. Das gilt vor allem für Deutschland.
Hier war der Ansturm der Bilder besonders stark. Er brachte tiefe Veränderungen mit. Solche Veränderungen werden erst spät in Theorien sichtbar. Sie wirken zunächst auf den Charakter ein. Das gilt auch für die Beurteilung des Eigentums. Sie löst sich von den Theorien ab. Die ökonomischen Theorien sind in den zweiten Rang getreten, während zugleich sichtbar wurde, was Eigentum ist. Der Deutsche musste darüber nachdenken. Allerdings, wir sind ja auch die Dichter und Denker. Nach seiner Niederlage wurde die Absicht, ihn auf ewig zu entrechten, ihn zu versklaven, ihn durch Aufteilung zu vernichten, an ihm erprobt. Diese Prüfung war schwerer als die des Krieges und man darf sagen, dass er sie bestanden hat. Bestanden schweigend, ohne Waffen, ohne Freunde, ohne ein Forum auf dieser Welt. In diesen Tagen, Monaten und Jahren wurde eine der größten Erfahrungen ihm zuteil. Er wurde zurückgeworfen auf sein Eigentum, auf seine der Vernichtung entzogene Schicht. Hier liegt ein Mysterium und solche Tage sind verbindender als eine gewonnene Entscheidungsschlacht. Der Reichtum des Landes liegt in seinen Männern und Frauen, die äußerste Erfahrungen gemacht haben, wie sie im Laufe vieler Geschlechter nur einmal an den Menschen herantreten. Das gibt Bescheidenheit, aber es gibt auch Sicherheit. Die ökonomischen Theorien gelten auf dem Schiffe, während das ruhende und unveränderliche Eigentum im Walde liegt, als Fruchtgrund, der stets neue Ernten bringt. In diesem Sinne ist das Eigentum existenziell, am Träger haftend und unablösbar verknüpft mit seinem Sein. Wie die unsichtbare Harmonie bedeutender ist als die sichtbare, so ist auch dieses unsichtbare Eigentum das Wirkliche. Besitz und Güter werden fragwürdig, wenn sie nicht in dieser Schicht verwurzelt sind. Das wurde deutlich gemacht. Die ökonomischen Bewegungen scheinen gegen das Eigentum gerichtet. Sie stellen in Wahrheit die Eigentümer fest. Auch das ist eine Frage, die immer von Neuem aufgeworfen und immer wieder beantwortet wird. Hier zu dem Satz, dass das Eigentum an das Sein geknüpft ist. Daher kommt ja auch das Wort, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt hatte, aber das Wort Anwesen, ne? Ein Anwesen ist ja, also nicht nur ein Haus, sondern so ein größeres Gut, Haus, Grundstück, was auch immer, was man sich unter Anwesen vorstellt. Und da steckt Ahne drin. Anwesen ist eigentlich das Ahnenwesen. Ja, das, was immer weiter vererbt wird. Es ist also nicht rein materiell. Ja, da steckt mehr dahinter. Okay. Wer einmal den Brand einer Hauptstadt, den Einmarsch östlicher Heere erlebt hat, der wird nie ein waches Misstrauen verlieren gegenüber allem, was man besitzen kann. Das kommt ihm zugute, denn er wird zu jenen zählen, die ohne allzu großes Bedauern ihrem Hofe, ihrem Hause, ihrer Bibliothek den Rücken kehren, falls es nötig wird. Ja, er wird merken, dass damit zugleich ein Akt der Freiheit verbunden ist. Nur wer sich umblickt, erleidet das Schicksal von Lots Weib. Ja, dann ist es nämlich vorbei. Okay. Wie es immer Naturen gegeben wird, die den Besitz überschätzen, so fehlt es auch nie an solchen, welche in der Enteignung ein Allheilmittel sehen. Es bedeutet aber keine Vermehrung des Reichtums, dass man ihn anders verteilt, schon eher eine Vermehrung des Konsums, wie man das an jedem Bauernwald beobachten kann. Der Löwenanteil fällt ohne Zweifel an die Bürokratie, vor allem bei jenen Teilungen, bei denen nur die Lasten bestehen bleiben. Vom gemeinsamen Fisch bleiben die Gräten zurück. Wichtig ist dabei, dass der Enteignete sich über die Idee des individuellen Raubes erhebe, der an ihm begangen wird. Sonst wird in ihm ein Trauma bleiben, ein inneres Fortbestehen des Verlustes, das dann im Bürgerkriege sichtbar wird.
Das Gut ist freilich ausgegeben. Und deshalb steht zu befürchten, dass der Enterbte sich auf anderen Gebieten zu entschädigen sucht, als deren Nächstes sich der Terror anbietet. Man tut vielmehr gut, sich zu sagen, dass man notwendig und auf alle Fälle in Mitleidenschaft gezogen wird, wenngleich unter verschiedenen und wechselnden Begründungen. Die Lage vom anderen Pol aus gesehen ist zugleich die des Endlaufes, bei dem der Wettkämpfer die letzten Kräfte ausgibt im Angesicht des Ziels. Ganz ähnlich handelt es sich bei der Heranziehung des Kapitals auch nicht um reine Ausgabe, sondern um Investierung im Hinblick auf neue und notwendig gewordene Ordnungen. Vor allem auf das Weltregiment. Man kann sogar sagen, die Ausgaben sind und waren der Art, dass sie entweder auf den Ruin oder auf eine äußerste Möglichkeit hinweisen. Das sind Einsichten, die man beim einfachen Mann nicht voraussetzen kann. Und doch sind sie in ihm lebendig, und zwar in einer Art, sich mit dem Schicksal abzufinden, der Zeit den Zoll zu zahlen, die immer wieder ergreift und in Erstaunen setzt. Wo die Enteignung, das Eigentum als Idee treffen, wird die Sklaverei die notwendige Folge sein. Das letzte sichtbare Eigentum bleibt der Körper und seine Arbeitskraft. Doch sind die Befürchtungen übertrieben, mit denen der Geist derartigen Möglichkeiten entgegensieht. Es genügen ja auch die Schrecken der Gegenwart vollauf. Dennoch sind grauenhafte Utopien wie die von Orwell nützlich, obwohl der Autor von den wahren und unveränderlichen Machtverhältnissen auf dieser Welt keine Vorstellung besitzt und sich dem Schrecken ausliefert. Solche Romane gleichen geistigen Experimenten, durch die vielleicht so mancher Umweg und Irrlauf der praktischen Erfahrung vermieden wird. Das ist der eine Punkt, wo ich allerdings mit dem lieben Ernst nicht übereinstimmen kann. Au contraire, denn der Herr Orwell wusste ganz genau, wovon er sprach. Er war nämlich nicht irgendein Schriftsteller, der sich da was aus der Nase gezogen hat, sondern er war kein Hochrangiger. Aber er hat für die CIA gearbeitet und der hatte ziemlich guten Durchblick, was eigentlich abgeht. Und bevor ich jetzt die, genau, hier mit den letzten beiden Kapiteln jetzt gleich unsere Weitgang-Lesung abschließe, möchte ich an dieser Stelle kurz hier nochmal auf das Schild hinter mir verweisen. Es ist ja gespiegelt, aber ich denke, das Q kann man trotzdem erkennen. Ich hatte die Ehre, für ein Video, ein sehr wichtiges Video, was jetzt rausgekommen ist, die deutsche Übersetzung zu machen und auch die deutsche Stimme einzusprechen. Und ich werde dieses Video, das heißt Q, der Plan, die Welt zu retten, und ich werde einfach den Link zu diesem Video hier dann in der Beschreibung für euch hinterlassen. Dann könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Und das passt nämlich sehr gut zu dem kleinen Orwell-Ausflug, den der Ernst gemacht hat. Und ja. Alles hängt zusammen. Gut. Okay, genau. Das lesen wir jetzt noch. Genau, jetzt haben wir noch, ja, so 3 Seiten. Okay, jetzt kommt quasi dann das Ende des Waldganges. Ach so, ich habe ganz vergessen, am Anfang anzustoßen. Okay, verzeih mir Ernst. Es wird hiermit nachgeholt. Auf dich, Ernst, auf den Waldgang. Und Prost. Gut. Ob denn das Sein im Menschen überhaupt vernichtet werden kann? An dieser Frage scheiden sich nicht nur Konfessionen, sondern auch Religionen. Sie lässt sich nur aus dem Glauben beantworten. Man mag dieses Sein als das Heil,
die Seele die ewige und kosmische Heimat des Menschen erkennen. Immer wird einleuchten, dass der Angriff darauf dem finstersten Abgrund entstammen muss. Ja, wisst ihr, wo unsere Politiker herkommen? Aus dem finstersten Abgrund. Auch heute, wo die herrschenden Begriffe nur die Oberfläche des Vorgangs fassen, wird geahnt, dass Anschläge im Gange sind, die auf anderes als auf bloße Enteignungen oder Liquidierungen abzielen. Ja, das haben wir ja festgestellt. Auf einer solchen Ahnung beruht der Vorwurf des Seelenmords. Ein solches Wort kann nur durch einen bereits geschwächten Geist geprägt werden. Es wird jeden unangenehm berühren, der eine Vorstellung von der Unsterblichkeit und den auf sie sich gründenden Ordnungen besitzt. Wo es Unsterblichkeit gibt, ja, wo nur der Glaube an sie vorhanden ist, da sind auch Punkte anzunehmen, an denen der Mensch durch keine Macht und Übermacht der Erde erreicht oder beeinträchtigt, geschweige denn vernichtet werden kann. Der Wald ist Heiligtum. Die Panik, die man heute weithin beobachtet, ist bereits der Ausdruck eines angezerrten Geistes, eines passiven Nihilismus, der den Aktiven herausfordert. Der freilich ist am leichtesten einzuschüchtern, der glaubt, dass, wenn man seine flüchtige Erscheinung auslöscht, alles zu Ende sei. Das wissen die neuen Sklavenhalter und darauf gründet sich die Bedeutung der materialistischen Lehren für sie. Sie dienen im Aufstand zur Erschütterung der Ordnung und sollen nach errungener Herrschaft den Schrecken verewigen. Es soll keine Bastionen mehr geben, auf denen der Mensch sich unangreifbar und damit furchtlos fühlt. Deswegen finden die das ja jetzt auch alle so schrecklich, dass der böse Trump und der böse Putin Freunde sein wollen. Und die waren ja auch also gar nicht glücklich, dass der böse Kim auch Frieden geschlossen hat. Denn wenn jetzt keiner mehr da ist, der mit irgendeiner nuklearen Katastrophe droht, ja, dann ist Game Over für die Sklavenhalter. Schaut euch das Video an in der Beschreibung. Demgegenüber ist es wichtig zu wissen, dass jeder Mensch unsterblich und dass sein ewiges Leben in ihm ist. Unerforschtes und doch bewohntes Land, das er selbst leugnen mag, doch das keine zeitliche Macht ihm rauben kann. Der Zugang bei vielen, ja bei den meisten, mag einem Brunnen gleichen, in welchen seit Jahrhunderten Trümmer und Schutt geworfen sind. Räumt man sie fort, so findet man am Grunde nicht nur die Quelle, sondern auch die alten Bilder vor. Es gibt in der nordischen Mythologie Mimir, den Brunnen, wobei Mimir ist der Wächter des Brunnens und Mimir heißt Memory. Das fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Erinnerung, oh Gott. Oh, okay. Ja. Okay. Ich will auch gar nicht so viel eigentlich jetzt nebenher quatschen. So, genau. Nicht nur die Quelle, sondern auch die alten Bilder. Der Reichtum des Menschen ist unendlich größer, als er ahnt. Es ist ein Reichtum, den niemand rauben kann. Und der im Lauf der Zeiten auch immer wieder sichtbar anflutet, vor allem wenn der Schmerz die Tiefen aufgegraben hat. Die Wunde ist der Ort, wo das Licht eintritt. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist mir gerade so jetzt eingefallen. Das ist es, was der Mensch wissen will. Hier liegt das Zentrum seiner zeitlichen Unruhe. Das ist die Ursache seines Durstes, der in der Wüste wächst. Und diese Wüste ist die Zeit.
Je mehr die Zeit sich ausdehnt, je bewusster und zwingender, aber auch je leerer sie in ihren kleinsten Teilen wird, desto brennender wird der Durst nach den ihr überlegenen Ordnungen. Mit Recht erwartet der also Dürstende vom Theologen, dass er sein Leiden stille. Und zwar nach dem urtheologischen Vorbild des Stabes, der aus dem Felsen Wasser schlägt. Wenn nun der Geist in diesen höchsten Fragen sich den Philosophen zuwendet und sich mit immer billigeren Weltausdeutungen zufrieden gibt, so ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Grundfesten sich änderten, sondern dafür, dass die Mittler nicht mehr hinter den Vorhang zu treten berufen sind. In solchem Zustand ist Wissenschaft besser, denn zu dem Schutt, der die Zugänge und Einstiege sperrt, gehören auch die großen alten Worte, die zunächst zur Konvention geworden sind, sodann zum Ärgernis und endlich einfach langweilig. Pflegt eure Sprache. Die Worte bewegen sich mit dem Schiffe. Der Ort des Wortes ist aber der Wald. Das Wort ruht unter den Worten wie Goldgrund unter einem frühen Bild. Wenn nun das Wort nicht mehr die Worte belebt, dann breitet sich unter ihrem Schwalle ein furchtbares Schweigen aus. Zuerst in den Tempeln, die sich in prunkvolle Grabmäler verwandeln, sodann in den Vorhöfen. Ja. Zu den großen Ereignissen zählt die Wendung der Philosophie von der Erkenntnis auf die Sprache. Sie bringt den Geist in enge Berührung mit einem Urphänomen. Das ist wichtiger als alle physikalischen Entdeckungen. Der Denker betritt ein Feld, auf dem endlich wieder ein Bündnis, nicht nur mit dem Theologen, sondern auch mit dem Dichter möglich ist. So. Oh, okay, letzte Seite. Ist irgendwie. Oh, wir haben heute hier irgendwie, ich glaube, fast 30 Grad. Oh. Es ist warm. Trinken wir noch einen Schluck. Auf Ernst. Okay. Oh, ich glänze, oder? Das sieht man bestimmt. Ich schwitze richtig. Okay. Oh. Gut. Dass der Zugang zu den Quellen durch Stellvertreter, durch Mittler erschlossen werden kann, darin liegt eine der großen Hoffnungen. Wenn an einem Punkt eine echte Seinsberührung gelingt, so hat das immer gewaltige Wirkungen. Geschichte, ja überhaupt die Möglichkeit, Zeit zu datieren, beruht auf solchen Vorgängen. Sie stellen Belehnungen mit schöpferischer Urkraft dar, die zeitlich sichtbar wird. Das wird auch in der Sprache offenbar. Die Sprache gehört zum Eigentum, zur Eigenart, zum Erbteil, zum Vaterland des Menschen, das ihm anheimfällt, ohne dass er dessen Fülle und Reichtum kennt. Die Sprache gleicht nicht nur einem Garten, an dessen Blüten und Früchten der Erbe bis in sein höchstes Alter sich erquickt. Sie ist auch eine der großen Formen für alle Güter überhaupt. Wie Licht die Welt und ihre Bildung sichtbar macht, so macht die Sprache sie im Innersten begreifbar und ist nicht vorzudenken als Schlüssel zu ihren Schätzen und Geheimnissen. Gesetz und Herrschaft in den Sichtbaren und selbst den unsichtbaren Reichen fangen mit der Benennung an. Das Wort ist Stoff des Geistes und dient als solcher zu den kühnsten Brückenschlägen. Es ist zugleich das höchste Machtmittel. Allen Landnahmen im Konkreten und Gedachten, allen Bauten und Heerstraßen, allen Zusammenstößen und Verträgen gehen Offenbarungen, Planungen und Beschwörungen im Wort und in der Sprache und geht das Gedicht voran. Ja, man kann sagen, dass es zwei Arten der Geschichte gibt. Die eine in der Welt der Dinge,
die andere in der der Sprache. Und diese zweite umschließt nicht nur den höheren Einblick, sondern auch die wirkendere Kraft. Selbst das Gemeine muss sich immer wieder an dieser Kraft beleben, auch wenn es in die Gewalttat stürzt. Aber die Leiden vergehen und verklären sich im Gedicht. Es ist ein alter Irrtum, dass aus dem Zustand der Sprache darauf geschlossen werden könne, ob ein Dichter zu erwarten sei oder nicht. Die Sprache kann sich in vollem Verfall befinden und ein Dichter kann aus ihr hervortreten wie ein Löwe, der aus der Wüste kommt. Ebenso kann nach hoher Blüte die Frucht ausbleiben. Die Sprache lebt nicht aus eigenen Gesetzen. Denn sonst beherrschten Grammatiker die Welt. Im Urgrund ist das Wort nicht Form, nicht Schlüssel mehr. Es wird identisch mit dem Sein. Es wird zur Schöpfungsmacht. Und dort liegt seine ungeheure, nie ausmünzbare Kraft. Hier finden nicht nur Annäherungen statt. Die Sprache webt um die Stille, wie die Oase sich um eine Quelle legt. Und das Gedicht bestätigt, dass der Eintritt in die zeitlosen Gärten gelungen ist. Davon lebt dann die Zeit. Selbst in Epochen, in denen die Sprache zum Mittel von Technikern und Bürokraten herabgesunken ist und wo sie, um Frische vorzutäuschen, beim Rotwelsch Anleihen versucht, bleibt sie in ihrer ruhenden Macht ganz ungeschwächt. Das Graue, Verstaubte haftet nur ihrer Oberfläche an. Wer tiefer gräbt, erreicht in jeder Wüste die brunnenführende Schicht und mit den Wassern steigt neue Fruchtbarkeit herauf. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss zu dieser Serie. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf Ernst, den Waldgang, die Furchtlosigkeit, die Freiheit und das Wort. Auf dich, Ernst. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns mit den Veden wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.